ein prototypisches Beispiel, wie Stadtentwicklungspolitik nicht funktioniert. Hier hat ein Investor exklusiv ein Grundstück bekommen, und zwar ein öffentliches Grundstück, ein Grundstück der Stadt, nämlich der jetzt geplante Bürokomplex für bis zu 1000 Mitarbeiter einer Agentur. Städtisches Grundstück bekommen für Wohnungsbau und die Politik vergisst, vertraglich festzuschreiben, dass sie auch Wohnungen gebaut.